Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Scrapmechan. Wie ihr seht, basteln wir an der Straßenbahn weiter. Das ist ja auch schon lange genug her. Ich phase jetzt auch gar nicht allzu lange. Wir nutzen die Zeit optimal. Ich werde kurz mal eben die Items raussuchen, die wir als nächstes benötigen. Und dann ziehen wir weiter. So, ich werfe jetzt außerdem nochmal kurz den Kran raus, den wir ganz bestimmt brauchen. So. Also wir brauchen auf jeden Fall Wedges. So. Beziehungsweise die Detail-Sachen würde ich gerne nutzen. Xesos Details ist ja schon echt nicht schlecht. So, ich suche das mal eben kurz raus. Es könnte ein bisschen dauern, weil ich weiß nicht, wie Xesos Details Blocks wirklich heißen. Also, wir sehen. So. Das müsste hier, genau da ist es ja. So, wir werden uns nämlich heute um die Front kümmern. Da sind wir auch, glaube ich, letztes Mal stehen geblieben. Die Front wird ist ja meistens das anstrengendste, weil die Front das detailreichste, das besonderste ist an einem solchen Fahrzeug. Das kann man so sagen. Es ist die Front einfach immer. Ich meine, die Fahrzeuge unterscheiden sich eigentlich alle mindestens an der Front. So, und genau deswegen machen wir natürlich auch eine neue rein. So. Ich überlege nur gerade, was wir für eine Front verbauen, weil es soll ja keine hässliche Front werden. Deswegen schnappe ich mir mal kurz hier die wichtigsten. Ich hätte vielleicht mal Lust auf eine ziemlich runde Front. Gut, von vorne sieht die echt ein bisschen sehr blöd aus, weil die so platt gedrückt ist, aber naja, es sind manchmal Design-Experimente. Auch wir haben gerade mal wieder ein Design-Experiment, wie ich dann immer. Das ist immer so meine Ausrede dafür. Da kann ich mit den Zügen machen, was ich will. Ich muss so sagen, dass ein Design-Experiment war. So. Und die hat noch den alten Anstrich, das darf natürlich auch nicht sein. Ich weiß nicht, die aktuellsten Fahrzeuge haben alle schon einen anderen. Die ja offensichtlich noch nicht. Das werden wir natürlich auch nochmal korrigieren, sobald die Front fällig ist. So. Ich habe mir für die Front etwas überlegt, was nicht allzu komplex ist, weil ich meine, man kann sowieso keine großartig komplexe Fronten jetzt hier bauen. Das klappt nicht, das geht einfach nicht. Man kann nichts Komplexes hier bauen, das ist halt Scrap-Mechanik. Wir sind immer noch in Scrap-Mechanik und da geht eben nicht ganz alles. So. Allerdings, was ich lieber hätte, das wäre das. So, dann machen wir das lieber so. Dann kommt da oben nochmal so ein Teil ran. Die Front ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So, ich werde das jetzt auch erstmal die Lackierung so fortführen. Ich werde es natürlich später noch umstreichen, keine Sorge, das machen wir auch noch rechtzeitig. Ich möchte nur erstmal die Front haben. Und da muss es zumindest, wenigstens während wir die Front hier am Design sind, soll es wenigstens währenddessen einfarbig bleiben. So, aber ich muss sagen, die Front sieht ja gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Ne, das ist definitiv keine schlechte Front. So, ich schnapp mir mal eben kurz das Glas, das brauchen wir natürlich auch noch. Wir wollen das natürlich dicht halten hier. So, da haben wir, nein, das wollte ich, ich habe es nicht wirklich in den Inventar gepackt, jetzt habe ich es aber nicht drin. Gut, der Fahrer hat vorne eine ungekrönte Scheibe, damit er besser rausschauen kann. Muss er ja auch, ich meine die Fahrgäste, die kann man ein bisschen mehr vor der Sonne schützen, aber den Fahrer, den sollte man möglichst das sich lassen, wie er braucht. Und dementsprechend machen wir das hier nämlich auch genauso. Gut, und dann einmal wieder einfärben. So, genau, also ich muss ja sagen, das ist ja nicht schlecht. Jetzt fällt mir gerade nochmal was ein, genau. Zum Thema Lotus, ich habe ja auch noch eine neue Stadt am Laufen als Projekt. Ich muss sagen, ich habe schon mal ein Modell angefangen. Wenn ich irgendwann mal genug Motivation dafür zusammenwerfe, dann komme ich durchaus vielleicht mal auf die Idee, auch mit Neustadt eine eigene Straßenbahn zu liefern. Ich kann euch gleich schon mal einen Spoiler geben, was das für eine wird. Ich habe im Moment habe ich mir habe ich mir so ein Vorbild an dieser hier genommen. Das müsste die einzige die erste Straßenbahn sein, die etwas ordentlicher gebaut ist, aber wahrscheinlich wird diese Straßenbahn
wenn ich genug Motivationen dafür habe, wird diese Straßenbahn wahrscheinlich auf Neustadt verkehren. Da werde ich auch nochmal ein bisschen am Design rumschrauben, dass wir hier solche Sachen, dass da noch ein Rad zwischenkommt, damit wir da nicht so ein komplexes Gelenkgedöns wie beim CKD Tatra haben. Da gibt es ja diesen KT4, DTM, KT4, wie auch immer, überhaupt KT4. Und der hat ja irgendwie so eine komische, also so ein komisches Stangengedöns darunter, was den Rädern erlaubt, sich zu drehen, dass sie beweglich sind. Aber das werden wir natürlich nicht hier verbauen, das geht bei einem Niederflurfahrzeug auch gar nicht. Das können wir gar nicht machen hier. Naja, jedenfalls, ich werde mir da was überlegen. Die Straßenbahn wird wahrscheinlich in Lotus kommen, sofern ich mal Motivation dafür haben sollte. Und das kann dauern, bis ich die habe. So. Also die Front sieht ja wirklich gut aus, allerdings habe ich jetzt Sorge. Ich habe Sorge, dass wir jetzt hier keine Glasscheibe dran bauen können. Weil ich muss mal kurz schauen, ob wir das können. Ich habe Sorge, dass es nicht geht. Ich habe da echt Sorge, dass es nicht klappt. So. Ich habe mir ein bisschen Sorge. Ich glaube nämlich, dass es nicht hin. Ach, das geht. Oh mein Gott, das geht sogar. Das haut sogar hin. Cool. Na dann ist die Sorge auch schon verklungen. So. Na denn, dann packe ich das einmal hier so rüber. Die Glasscheiben. Ja, die Glasscheibe ist so durchsichtig. Ich dachte gerade schon, ich könnte da durchspringen. Nice. Gut. Dann machen wir das so. Naja, Glasscheiben verlegen ist gerade das Aufregendste. Aber es muss ja auch irgendwie sein. Was mir gerade noch so auffällt. Ich glaube, ich würde oberhalb sogar ganz gerne hier so eine Decke drüber ziehen, weil irgendwo müsste ja auch noch die Zugspitzenbeleuchtung untergebracht werden. Die muss auch noch irgendwo hin. Und die Zielanzeige wäre da drunter. Ich mache das eigentlich in letzter Zeit öfters so, dass es eine Frontscheibe ist, die ist so groß, dass sie auch die Zielanzeige mit beherbergt. Die Zielanzeige ist also auch dahinter. Das heißt, Fahrer und Zielanzeige scheinen durch dieselbe Scheibe durch. Naja, das ist irgendwie auch wieder so ein typisches Markenzeichen. Das ist irgendwie so eine Art Markenzeichen von Tramco. Ich mache ja ganz gerne Markenzeichen irgendwo hin. Und das wäre dann eben das für Tramco. Was mir allerdings noch auffällt, ich würde das vielleicht ganz gerne auch nochmal kurz abdecken, dass hier nochmal so eine Zweierscheibe zwischenkommt. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt an der Front aussieht. Das könnte blöd aussehen, dann machen wir es wieder weg, aber ich möchte ein bisschen sparsam sein mit den Scheiben gerade mal. Auch wenn es eigentlich keinen richtigen Grund dafür gibt, das wäre trotzdem ganz nett. Ja, es geht. Es ist okay. Es sieht nicht sonderlich schön aus, aber ich kann mich damit jetzt abfinden, sagen wir so. Naja. Gut, die Decke bleibt eigentlich, die wird meistens jetzt auch immer wieder schwarz gemacht. Also die geht meistens immer wieder, ist auch so ein schlauer Satz von mir. Die Decke wird meistens schwarz gemacht, das ist auch irgendwie so eine Marotte geworden. Naja, es kann gut sein, dass sie das irgendwann wieder abändern, aber ich finde die Trennung von außen nicht so schön. Aber ich weiß, wie wir sie vielleicht verschönern können. Bin nämlich auch ein bisschen bemüht, dass ich bei den aktuelleren Straßenbahnen versuche oft so eine Vollverglasung zu machen, dass man einen besseren Rundumblick hat. Ja, also eigentlich ist alles irgendwie durchdacht, was ich hier an den Straßenbahnen baue, ist irgendwie alles, hat deinen Gedanken. Da könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Alles hat irgendeinen Gedanken dazu. Naja, ich find's nicht schlecht so. Was mir vielleicht noch einfällt, das wäre sowas hier, damit der Fahrer vorne noch mal ein bisschen besser schauen kann. So schlecht ist das, glaube ich, gar nicht.
Gut. Ich hier nochmal hier. Das kommt nochmal drüber. Und ich versuche möglichst ohne Polygone zu arbeiten, aber ich glaube, ich habe schon Polygone benutzt. Ja, genau die. Deswegen, naja. Ich habe ja gesagt, ich habe es mal überlegt. Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht so machen. Aber die Bahn wirkt irgendwie ein bisschen breit. Aha, Moment. Ist 15 Blöcke breit, das ist nicht sehr gut. Es gibt nämlich seither eine neue Vorschrift. Ja, alle neuen Straßenbahnen, die ich baue, werden für Neustadt 11 Blöcke breit, also unterhalb. Wie das abgerundet ist, das ist die andere Frage, das ist nicht so wichtig. Das ist ja, wir haben auch diese Straßenbahn ja wieder abgerundet. Aber die Bahnen sollen unterhalb, im Badgebiet, sagen wir mal, da sollen die eine Breite von 11 Blöcken haben, weil Bordsteine. Bordsteine sind nämlich seither, also die neueren Straßen, die ich im Teilbilder gebastelt habe, die sind etwas eng und deswegen werden die Straßenbahnen jetzt so ein bisschen drauf angepasst. Aber ich glaube, damit kann man immer noch leben. Ach, okay, jetzt haben wir es zu schmal gemacht. Ah, super. Ja, Mist. Na gut, dann machen wir es wieder breiter. Unterhalb sonst 11 Blöcke sein, weil so ist die Bahn wirklich zu schmal. Das geht so nicht. So schmal kann ich die nicht machen. Das ist dann doch zu schmal. So, Moment. Jetzt haben wir hier 2, da haben wir 3. Dann haben wir eine Breite von 5. 7, 9. So, unterhalb sonst 9 Blöcke. Nein, es sollten 11 sein, hab ich gesagt. Oder? Waren es echt 9 oder waren es 11? Muss ich mal kurz schauen. Es sieht zumindest wieder etwas breiter aus. Jetzt müsste ich eine Breite von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 13. Also jetzt sind eine Breite von 13. Ich muss mal kurz beim BT9 schauen. Ja. Das hätte nochmal ein Spoiler zu einer anderen Straßenbahn. Die hat, glaube ich, unterhalb auch 9. Ja. Okay, dann haben wir jetzt die vorgeschriebene Breite. Genau. Also ich war stehen geblieben. Die Straßen sind ein bisschen schmaler. Und deswegen müssen die Straßenbahnen dementsprechend auch angepasst werden, damit es besser geht. Denn es wäre ja doof, wenn man mit der Straßenbahn irgendwo umherfährt und dann bleibt die an jedem Bordstein irgendwie hängen. Das wäre ja nicht ganz so optimal. Deswegen werden die Bahnen jetzt natürlich selbstverständlich alle angepasst. Weil letztendlich sollen alle Straßenbahnen irgendwann mal auf Neustadt verkehren können. Ob sie es tun, ist die andere Frage, aber sie sollen es wenigstens können. Sie sollen in der Lage sein. Dann hätten wir aber auch eine ordentliche Typenvielfalt, wenn man jetzt alle benutzen würde. So, nun zu den Wedges. Die müssen wir jetzt auch nochmal eben setzen. Also heute habe ich wieder Labersaft getrunken. Heute habe ich mal wieder viel zu reden. Ist ja irgendwie fast schon eine Seltenheit geworden. So. Wenn ich mal was plauder. Ja, irgendwie in letzter Zeit war es ein bisschen vernachlässigt. So. Wahrscheinlich kriegt die Straßenbahn auch noch Zielanzeigenbeleuchtung. Das weiß ich allerdings noch nicht ganz sicher. Ich habe ja schon mal versucht, eine Zielanzeigenbeleuchtung zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Das sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Also ich werde mir da noch was überlegen oder ich werde es auch lassen, weiß ich noch nicht. Es wäre schön, wenn wir irgendwie leuchtende Textzeilen hätten. Aber selbstverständlich bekommt die Straßenbahn natürlich grundlegend, die kriegt auf jeden Fall eine Zielanzeige. Ich weiß nicht, was ich letzte Aufnahme gesagt habe, aber es wird eine dreiteilige Straßenbahn. Ich habe mich umentschieden, weil dreiteilig ist irgendwie momentan das Einzige, was Blockmechanik bekraftet. Ich habe sogar schon mal eine siebenteilige angefangen. Auf gerader Strecke läuft die auch problemlos, aber in Kurven, das geht überhaupt nicht mehr.
Das haut nicht hin. Also in Kurven fängt die dann total an zu lecken. Aber ich meine, auf der Geraden, das geht vollkommen klar. So. Nun, jetzt müssen wir natürlich nochmal wieder die Scheibe zumachen. Das haben wir jetzt wieder abgebaut, weil wir ja gerade die Bahn etwas schmaler und anschließend verbreitern mussten. Etwas schmaler machen, anschließend verbreitern mussten. Ersatzbau sollt ihr vielleicht auch nochmal lernen. Ah. So. Da. Da ist das, was ich gesucht habe. Aber das ist mal wieder eine Straßenbahn, wo ich sagen muss, sie sieht gar nicht so schlecht aus. Gut, von vorne ist sie echt flach, aber gut. Manche Sachen klappen eben nicht ganz so, wie man will. So, jetzt habe ich da unten ja ein Polygon verwendet. Ich wollte gerade noch mal wissen, ob es so ein Eckstück, was ich eben gerade nur als Polygon hatte, auch noch so gibt hier im Detail. Aber ich glaube, wir haben das Polygon benutzt, weil wir letzte Aufnahme ja genau nach solch Anteil gesucht haben. Und nicht gefunden haben. Deswegen, ja. Ich müsste mal schauen. Wie groß mache ich denn mal hier die Armaturen? Sollen schon groß genug sein, aber auch nicht zu groß. Ich mache die ja oft so wie ich sie jetzt gemacht habe, so mache ich die Armaturen jetzt neuerdings meistens. Und dann kommt hier der Kombihebel dahinter. Genau. Ich möchte den Führerstand etwas enger gestalten sogar. Damit wir später mehr Platz für Fahrgäste hinten haben. Deswegen versuche ich diesen Führerstand mal etwas enger zu gestalten. Ja, und dass ich das so färbe, das ist auch neu, das habe ich auch lange nicht mehr gemacht, aber ich mache das jetzt seit einer Weile immer wieder so. Es kann sein, dass der Führerstand jetzt zu schmal ist, dann müssen wir den wieder breiter bauen, aber gut, das weiß ich jetzt noch nicht, das stelle ich gleich fest. Das Wegnehmen ist nicht so schön. Ich habe gerade mal geschaut, wie das denn. Weil Türen müsste ich ja auch noch irgendwie unterkriegen. Das ist dann auch noch oft so eine kleine Schwierigkeit. Ja. So. Ja, natürlich haben wir jetzt die falsche Farbe benutzt. Super. Jetzt haben wir die richtige. So, und jetzt haben wir natürlich auch noch ein bisschen Platz. Genau, jetzt habe ich wieder alles ausgeplaudert, jetzt wird es wieder schwieriger. Nein, genau, der Führerstand. Was soll's? Ja, ich und mein Perfektionismus manchmal schon echt furchtbar. Ich hatte gerade was vor, was eigentlich unnötig ist. Und deswegen habe ich das erstmal wieder abgebrochen. So. Gut. Aber, ja, doch, ich glaube, so schlecht wird das gar nicht. Und hier, wo ich gerade so einen Hohlraum habe, ich habe ja einiges an neuen Möglichkeiten für technische Ausstattung. Und da gibt es sogar eine, die mir ordentliches Fahrverhalten ermöglicht. Die ermöglicht mir ein ordentliches Fahrverhalten zu gewährleisten. Und das werdet ihr natürlich noch rechtzeitig sehen, wie wir das einbauen hier. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Erstmal müssen wir die grundlegende Straßenbahn fertig kriegen. So. Gut. Ja. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Ah, okay. Gut. Ja, also so Trennwände mache ich in der Regel mit Ultraleitblöcken. Das ist auch wieder so ein Teil meines Perfektionismus ist, dass ich mir oft auch die Items
auswähle, welche ich wirklich benutzen will und meine benutzen zu müssen. So, jetzt können wir dem Fahrer nämlich sogar mehr Platz im Führerstand bieten. Moment, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in der letzten Aufnahme schon weiter waren. Ich habe das Gefühl, dass wir in der letzten Aufnahme weiter waren. Aber offensichtlich nicht. Naja. Wir machen jetzt einfach damit weiter, mit dem, was wir jetzt hier haben. So, genau. Ich wollte dem Fahrer mehr Platz im Führerstand bieten. Das können wir hiermit ganz gut. Ui, jetzt hat er aber wirklich gut Platz, ne? Könnte man ja echt sagen. Muss ja schauen, ob ich jetzt auch genug Platz für die Armaturen habe. Die sind ja auch irgendwie wichtig. Ich glaube nämlich, da mangelt es jetzt wieder ein bisschen. Ja. Aber seht euch das an, wie viel Platz der Fahrer jetzt hätte. Wow. Das ermöglicht mir mal wieder einen neuen Blickwinkel, was Fahrgastkomfort, natürlich das Fahrerkomfort angeht. Na, ich sei ja, irgendwie fallen mir oft so Ideen ganz plötzlich in Sinn, die baue ich dann und dann bin ich echt überrascht darüber, wie dass es ja gar nicht mal so schlecht ist, diese Idee. Na gut, tut mir leid, jetzt habe ich jetzt so viel Eigenlob. So. Gut, ich muss mal kurz schauen, wo haben wir denn das Eckstück? Es kann doch nicht sein, dass wir dieses Eckstück nicht haben. Wir brauchen eine innere Ecke, also in der Corner. Warum habe ich denn nur eine äußere Ecke? Das ist ja bescheuert. Warum das denn? Naja, wenn wir nichts anderes haben. Und dann muss ich wieder zu Polygons greifen. Ja, ja, wenn das einzige ist, was wir hier haben, dann muss es eben das sein. So. Schade, also es gibt so ein paar Blöcke, die fehlen mir echt in diesem Polygon-Mod. Das ist echt schade. So, jetzt fällt mir noch was ein zu den Glaspolygonen. Könnte das Ganze nochmal verschönern. Mal schauen. Und sobald wir das haben, ist auch die Folge schon wieder vorbei. Und nächste Folge könnten wir uns dann nämlich um die Fahrwerke kümmern. Die müssen ja auch noch irgendwo hin. So, jetzt müssen wir nochmal kurz schauen. Bei den Glaspolygonen ist es schwierig zu erkennen, welche die sind, die man haben will. Moment, ist das hier so ein Ding? Auf jeden Fall nicht. Das ist erstmal zu lang, ist es das? Nehmen wir das hier mal. Ist das das, was ich suche? Definitiv nicht. Hä, es gibt doch so ein Eckstück, oder nicht? Na, was soll's. Dann nehmen wir halt erstmal wieder das. Dann nehmen wir jetzt erstmal wieder dieses Teil. Okay, und weg damit. So, dann können wir nochmal den Fahrer setzen. Okay. So, der Fahrer setzt natürlich. Och man, ey. Wenn ich zu viel plapper, dann kommen solche bescheuerten Sprachfehler raus. In der Tat. So, den Fahrersitz wollen wir nochmal platzieren und dann ist Feierabend für heute. So, wo haben wir ihn denn? Na, auf jeden Fall nicht, wenn ich Polygons in der Suchleiste stehen habe. So. Da. Nur habe ich das Gefühl, dass es zu eng ist. Aber. Naja, die Knie stoßen hier ein bisschen dran, aber sonst passt's ja. Dann machen wir es ganz einfach so. Und schon klemmt sich der Fahrer nicht mehr die Knie ein. Ja, ist doch nicht schlecht. Und der sitzt sogar ziemlich gut, ne? Und die Sicht ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja, das könnte mal wieder eine echt gute Straßenbahn werden. So, dann, meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn wir eine Straßenbahn weiterbauen, beziehungsweise bis nächste Woche, wenn es wieder auf dem Rollenspielserver weitergeht. Da ist einiges passiert, kann ich schon mal vorweg sagen. Auf jeden Fall. Und es wird auch noch einiges passieren. Ist ja nur eine Woche Zeit bis dahin. Ich versuche euch so spät wie möglich die Aufnahme so spät wie möglich aufzunehmen, damit ihr den aktuellsten Stand des Servers habt.
Aber bis dahin heißt es erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.